In einem der vorhergehenden Videos haben Sie vielleicht schon das Video der Artikel Staffelpreise gesehen. In diesem Video werden wir die Staffelpreise zwar auch verwenden, aber kundenspezifisch. Wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Wir haben einen Artikel, die Artikel Nummer 7, glaube ich, war das. Was war das? Irgendwie sowas. 7, ja genau. Unsere pinkfarbenen Schrauben, wo wir Staffelpreise hinterlegt haben, hier mit 85 Cent. Also auf diese Funktionen gehe ich jetzt nicht mehr ein, weil die haben wir im anderen Video schon erklärt. Okay, der Standard ist 99 Cent und ab 100 Stück kostet halt das Stück 85 Cent, wie in unseren Beispielen. Soweit, so gut. Wir wollen es aber jetzt kundenspezifisch verwenden. Dazu gehe ich jetzt einfach in der Kasse auf Kunde und sage zum Kundenstamm. Genau. So, und da haben wir jetzt halt noch keinen herin. Wir legen halt schnell einen an. Dann sage ich hier, was weiß ich, Autohaus Schraubenmeier Hans. Macht zwar keinen Sinn, egal. Schön ist jetzt Folgendes. Sie haben hier die Möglichkeit, für einen Kunden zu sagen, lieber Kunde, du bekommst eine sogenannte Preisliste zugeordnet, weil ich dich so gerne habe. Nee, Sie können sagen, der Kunde kauft viel, der bekommt immer einen Sonderpreis, der kriegt anstatt den Standard, kriegt er halt die Preisliste 2. Unabhängig von der Abnahmemenge. Denn Staffelpreise sind gekoppelt eigentlich mit der Abnahmemenge für einen Artikel. Wenn Sie hingegen im Kundenstamm sagen, der Kunde bekommt immer die Preisliste 2, dann ist es unabhängig von der Abnahmemenge. Ich möchte Sie an dieser Stelle eindringlichst ermahnen und darauf Acht zu geben, dass Sie nicht Preislisten, Rabatte und sonstige Dinger dem Kunden gewähren. Ja? Denn wenn je mehr Sie gewähren, desto niedriger wird Ihr Gewinn und es kann sein, dass Sie plötzlich für einen Artikel draufzahlen. Deswegen verwenden Sie eine klare Struktur, das ist für Sie auch einfach zum Handeln. Ja, und dann kennt sich jeder gut damit aus. Also wir speichern das jetzt einfach mal ab. Und sagen, unser Schraubenmeierhaus da, der kriegt immer die Preisliste 2. Und nun sage ich, ich will diesen Kunden übernehmen. Ja. Jetzt verkaufe ich unseren Artikel 7 und verkaufe 3 Schrauben. Und was passiert? Jetzt kostet der Artikel 91 Cent. Warum kostet der Artikel 91 Cent? Schön ist immer in der Kasse Info bearbeiten und ich bin schon beim Artikel. Dann sehe ich hier, dass eben die Staffelpreis, also die Preisliste 2, 91 Cent sind. Somit können Sie das wirklich nach Kunden handeln. Empfehlen würde ich Ihnen es nicht, dass Sie das differieren. Sie können sagen, der Kunde Autohausschrauben Meier Hans da kriegt Preisliste 2. Der, was weiß ich, die Müller Huber Schmidt Sabine bekommt 5%. Aber dann versuchen Sie bitte das Ganze nicht zu vermischen, sondern hier wirklich klar zu sagen, Sie trennen es nach Kunde. Das heißt, wenn der Kunde hier die Preisliste 2 bekommt, dann lassen Sie bitte Rabatt leer. Und wenn der nächste Kunde einen Rabatt bekommt, dann lassen Sie bitte dort die Preisliste leer. Also das macht Sinn und das verhindert, dass Sie irgendwann bei einem Artikel nichts mehr verdienen. Ja, das waren die kundengebundenen Preislistenzuordnungen, die wirklich cool sind, die einfach zum Handeln sind und Sie haben es gesehen, es geht innerhalb von Sekunden.